Hallo und willkommen zu meinem Basic 1 Video. Mein Name ist Nick und wir besprechen hier Definition und Eigenschaften des Prismas. Wir haben im Intro-Video bereits die ersten Prismen kennengelernt. Wir haben auch schon die Volumensformel für Prismen gesehen. Bevor wir uns aber jetzt auf Aufgaben stürzen, will ich euch die Definition eines Prismas zeigen. Die ist nämlich gar nicht mal so einfach und deswegen will ich die mit euch durchbesprechen. Und zwar, ein Prisma ist ein geometrischer Körper, der durch Parallelverschiebung eines ebenen Vielecks entsteht. Diesen Vorgang nennt man Extrusion, man kann aber auch sagen, wir extrudieren eine Grundfläche. Okay. Mal ganz langsam. Zuerst brauchen wir also ein Vieleck. Also ich lege jetzt 6 Punkte irgendwo in die Ebene. Und zwar haben wir hier ein ebenes Vieleck, weil diese Punkte liegen in einer Ebene. Achtung, hier steht Vieleck und nicht Viereck. Ich kann also beliebig viele Punkte hier hingeben. Es müssen also nicht nur 4 sein. Diese Punkte verbinde ich jetzt, so wie malen nach Zahlen. Das kennt ihr sicher, und erhalte dadurch ein ebenes Vieleck. Ich hätte die Punkte auch ganz anders hinlegen können, zum Beispiel so, dann hätte ich eben ein anderes Vieleck bekommen. Ist vollkommen egal, Hauptsache wir haben hier ein ebenes Vieleck. Und jetzt kommt das, was ich im Intro-Video als wir ziehen diese Fläche nach oben gemeint habe. Das ist die Extrusion, also wir ziehen eine Grundfläche nach oben, wir extrudieren die Grundfläche. Hier nochmal die andere Variante, beides oder alle Varianten, die ihr hier sehen könnt, das sind alles Prismen. Ich habe noch weitere wichtige Eigenschaften eines Prismas, die ich euch hier noch zeigen möchte, und zwar das Vieleck wird als Grundfläche bezeichnet und die gegenüberliegende Seite wird Deckfläche genannt. Also wir haben hier, das Blaue ist die Grundfläche, das heißt, was war vorher da, das ist die Grundfläche und die haben wir dann extrudiert. Und jede Grundfläche eines Prismas hat eine ihr gegenüberliegende Deckfläche, also das, was ich jetzt hier heller gemacht habe. Außerdem gilt, die Seitenkanten des Prismas, nämlich die, die Grund- und Deckfläche verbinden, die sind zueinander parallel und alle gleich lang. Grund- und Deckfläche sind zueinander deckungsgleich, man kann auch kongruent sagen. Dieses mit dem Parallel, das haben wir schon mal gelesen, nämlich hier die Parallelverschiebung. Was soll das genau bedeuten? Parallelverschiebung bedeutet, dass diese Kanten, die eben durch die Extrusion entstanden sind, die sind alle parallel und die sind alle auch gleich lang. Und außerdem sagen wir, dass die Grundfläche und die Deckfläche kongruent sind. Das bedeutet, wenn man das Ganze von oben betrachtet, dann sind diese beiden Flächen, nämlich sowohl Grundfläche als auch Deckfläche, genau gleich groß. Die eine passt genau auf die andere und es schaut nirgendwo die Grundfläche hervor. Also beide Flächen sind kongruent. Ich kann sie übereinander legen. Sie sind nämlich deckungsgleich. Das sind sehr wichtige Eigenschaften von Prismen. Im nächsten Video, im Basic 2 Video, habe ich einige Beispiele für euch vorbereitet. Bis gleich!